Die Kombination mehrerer Systeme zur Energiegewinnung ist in der Autoindustrie mittlerweile Alltag. Aber auch die Solarindustrie arbeitet an Lösungen mit mehrfachem Nutzen. Mit einem solchen energieeffizienten Prinzip entwickelte die Firma Consolar aus Lörrach mit ihren Projektpartnern Triple Solar in Amsterdam und dem Karlsruher Institut für Technologie einen Kollektor, der die Vorteile von Thermie und Photovoltaik kombiniert. An einem kalten Wintertag scheint morgens die Sonne. Die Wärmepumpe versorgt das Haus mit Heizenergie und der Strombedarf des Hauses wird von den PV-Modulen abgedeckt. Gegen Mittag hat das Haus keinen Heizbedarf und die Wärmepumpe belädt den Wärmespeicher. Am Abend scheint die Sonne nicht mehr, wodurch der Heizbedarf des Hauses durch den Wärmespeicher gedeckt wird. Der Batteriespeicher versorgt den Haushalt mit Strom. In der Nacht ist der Wärmespeicher entladen und der Heizbedarf wird durch die Wärmepumpe gedeckt. Sie läuft an und deckt den Heizbedarf mit den Lufttauschern der Solink-Kollektoren. Also das Besondere ist die Kombination von einem Luftwärmetauscher mit einem PV-Modul. Das führt zu einem Dreifachnutzen. Zum einen wird Strom produziert aus der Sonne, zum anderen wird Wärme produziert aus dem Teil der Solarstrahlung, der nicht in Strom umgewandelt wird. Und zum dritten entziehen wir der Luft Wärmeenergie und das zusammen reicht dann aus, um ein Haus zu beheizen. Trotz den Distanzen zwischen Lörrach, Karlsruhe und Amsterdam arbeiten die Partner mit Hochdruck an der Serienreife des Systems. Das Solink-System wurde mit der Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt entwickelt. Die Projektpartner sind sich einig. Den hybriden Kollektoren gehört die Zukunft. Gegenüber den normalen Wärmepumpen wie Erdwärme- und Luftwärmepumpen ist das System wirtschaftlicher. Man benötigt weniger Platz, da sich die Wärmetauscher auf dem Dach befinden. Sie benötigen kein Gebläse, wodurch ein geräuschloser Betrieb möglich ist. Also diese Solink-Module produzieren im Jahr so viel Energie, wie die Heizung und die Stromverbraucher im Haus verbrauchen. Übers Jahr ist es also ausgeglichen. Die ersten Anlagen mit Solink-Modulen wurden montiert und in Betrieb genommen. Ab 2018 wird das System am Markt verfügbar sein. Ein weiterer Schritt auf dem Weg, um bis 2040 in Deutschland klimaneutral zu sein.